Willkommen zum Finale vom Splatoon 2 Story Mode und heute geht es ab in den Kessel und zwar in Bomb Rush Blush der Herzen mit Vorgabe von Arty. Ist das Aioli? Ich hab doch gesagt, dass ihr nicht kommen sollt. Aber warum nur? Ihr lasst mir keine Wahl. Dann muss ich euch eben zwingen, mich in Ruhe zu lassen. Hey, DJ! DJ Octario Feat Aioli, Octotyran A-Mix. Hier kommt DJ Octario. Ich habe Aiolis Gehirn geremixt. Legen wir los. Bomb Rush Blush. Also ist also der liebe DJ, der Übeltäter, der Aioli, nicht Aioli, doch Aioli, ein wenig den Kopf verdreht hat. So will man mal sagen. So, und was müssen wir hier machen? Er greift mit so zwei Fäusten an. Müssen wir die einfach abschießen? Ja, die müssen wir abschießen. Okay. Weiter so, Nummer 4. Das werden wir schaffen. Also wir werden Aioli und den großen Elektrowels auf jeden Fall zurückbringen. Da kann sie sich schon mal sicher sein. So. Er macht die ganze Zeit die gleichen Attacken. Also, das ist bisher noch nicht so schwer. Aber vielleicht wird er ja seine Taktik noch ändern. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind diese Riesenbomben ein kleines Problem. Seine Drehschlägen können nicht abgewehrt werden. Ach so, okay. Das hätte man mir mal bitte vorsagen sollen. Oh. Da wurde ich jetzt einfach geholt. Da habe ich mich dumm positioniert, muss ich schon sagen. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Okay, also ich habe bisher jetzt schon auf jeden Fall mehr Probleme mit dem Boss als mit den anderen Bossen. Was natürlich auch nicht schlecht ist, natürlich. Oh Gott. Aber wie gesagt, Aioli ist auf jeden Fall gehirnwascht worden. Kann man ja so sagen. Aber wir werden sie retten. Wir werden sie auf jeden Fall retten. Und denen müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Das wissen wir jetzt auch. Durch Arty. So, okay. Jetzt wirft er wieder seine Bomben aus. Da müssen wir wieder ausweichen. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Mit diesen Drehattacke-Armen ist das, glaube ich, das Schwierigste. Da oben können wir ja auch nichts reinwerfen oder sowas. So, treffen können wir ihn nicht. Ich glaube, den Drehattacken müssen wir einfach ausweichen. Die anderen schlagen wir einfach zurück. Und dann machen wir schon genug Schaden. Okay. Das soll ja auch der Endboss sein. Da müssen wir, denke ich mal, ein paar mehr Phasen überleben. Okay, müssen wir jetzt aufpassen. Zack, da haben wir die eine Hand, da die andere. Okay, und was ist das? Hä? War das seine erste Form? Aioli, ich bin's, du musst dich erinnern. DJ, lass es krachen. Okay, also sie hört leider noch nicht auf uns. Geht klar. Okay, DJ Octario, der hat schon Swag. Muss man ja schon sagen. Oh Gott. Jetzt sind die auf jeden Fall über mir. Jetzt fliegen die mit diesen blöden... Ja, mit dieser Stage. Da kommt was. Kannst du die Dinger abschießen? Die können wir abschießen. Ich weiß nicht, sind die... Oh shit. Was ist denn das? Hä? Was soll denn das sein? Sollen das einfach nur irgendwie Stromschnellen sein, fast so? Oder irgendwie so Hurricanes, die einfach nur mit pinker oder lila Tinte sind?
Ich weiß es nicht. Aber... Oh, schnell weg. Bloß nicht treffen lassen, sonst müssen wir wieder die ganze Form von neu machen. Das möchten wir ja natürlich nicht. Zack. Und... Ja, den haben wir nicht ganz geschafft. Leider. Ich bin gleich da, Nummer 4. Ja, wir werden noch durchhalten. Das werden wir auch so schaffen. Limone, lass dir ruhig Zeit. Komm mir schon alleine klar. Was hat denn da eigentlich? Sind das Lauchs oder sind, ist das so Safran? Ich weiß nicht. Wie nennt man das? Zucchini? Heißt das nicht so irgendwie? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, falls ihr wisst, was das ist. Und da ist wieder... Ach so, das ist DJ Octario. Ach so. Ist das Limone, die da kommt? Da bin ich! Jo, mit der Sniper ist sie da einfach oben drauf. Zack. Ah! Oh ja, sie hat die Brille runtergeschossen. Uff, nein, die Hypno-Sonnenbrille. Es gibt eben nichts, was ein Schusstinte nicht löst. Ayoli, könnte ich wieder retten. Jetzt Nummer 4. Solange Ayoli benommen ist, nimm dir DJ Octario vor. Das werden wir machen. So, elende Nahen. Schalte. Oh, jetzt habe ich es nicht ganz lesen können. Okay, er wird wahrscheinlich wieder das gleiche einfach nur machen. Aber sie tanzt irgendwie trotzdem weiter, warum auch immer. So, okay. Er greift uns halt trotzdem an. Ja, das sind einfach nur so, wie gesagt, einfach ein paar... Oh Gott, hier kommen wir nicht weg. Das sind einfach so ein paar Tornados, die uns so ein bisschen den Weg versperren. Dafür sind die eigentlich nur da. Okay, DJ Octario, den werden wir wohl besiegen. Aber man hat ihn ja auch leider noch vorher gar nicht irgendwie gesehen und hätte vermuten können, dass er das ist. So, das finde ich immer ganz cool, wenn da irgendwie Bosse sind oder ja Endgegner sind, die man eigentlich so ein bisschen schon so absolut lange kennt in einem Spiel. Das finde ich immer ist ein bisschen besser. Aber wie will man das hier auch so in Story-Mode machen? Oh Gott! Naja gut. Ist das jetzt echt die letzte Form? War's das denn? So. Okay, hier müssen wir aufpassen. Genau, wieder ausweichen einfach bei den Dingern. Ah, das ist ja kein Problem für uns, Leute. So, oh! Sag ich und werd hier fast gekillt. Ich weiß nicht, ob nur beide uns killen können auf einmal oder auch so. Weg mit dem Scheiß, weg mit den Dingern. Oh Gott, die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Oh, 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 oh. Weg hier, weg hier, weg hier. Wir sind zwar zu langsam, weil unser Schild getroffen wurde. Aber das schaffen wir trotzdem. Jetzt macht er wieder seine Bomben. Gut. Jetzt greif nochmal bitte an. Aber mit deiner normalen Attacke bitte. So, wieder alles einfärben hier. So. Jetzt schieß mal bitte deinen Arm ab. DJ Octario. Zack. Und. Immer noch nicht. Aber Ayoli ist immer noch nicht komplett aufgewacht. Die ist immer noch in Trance. Aber jetzt, warum ist das jetzt rot bei denen gewesen? Ist das normal? Ich dachte gerade, wir hätten es geschafft, aber leider doch noch nicht. Okay, okay, wir müssen immer noch aufpassen. Also bisher, die Formen sind nicht schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn das so weitergeht, dann war das nicht so der stärkste Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für einen Boss finde ich den ja noch recht leicht. Ich hoffe, er wird noch schwieriger. Aber wenn natürlich... Auch nicht zu schlimm, wenn nicht. Ich finde, es ist gut gemacht auf jeden Fall. So, und war das jetzt der letzte Hit? Mein Kopf! Es klappt, das ist die Gelegenheit. Ayoli, erinnere dich. Das ist genau unsere Musik. Die Sea Sirens? Ich erinnere mich. Juhu! Die Sea Sirens sind zurück! Und wir kriegen von Artie die Goldfischkanone. Nummer 4, ich habe hier eine umgebaute Goldfischkanone für dich. Halte ZR gedrückt, um Druck aufzubauen und dann lasse Z... Und dann lass ZR dann los. Zeig jetzt, was du mit der Goldfischkanone anrichten kannst. Okay, das werden wir gerne machen, auch wenn ich nicht so gut mit der
Kanone bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir da oben gar nicht hin? Hä? Wie sollen wir das denn machen? Ach so! Ach so, wir sollen uns da... Ah, okay. Guck mal, er danzt sogar selbst zu der Musik von den Sea Sirens. Wie kann das denn sein? Findet er die Musik vielleicht auch einfach nur gut? Oder ist das seine Musik, zu der er feiert? Ach so, wir müssen den Dingern auch noch ausweichen. Das sollte mir mal vorher jemand sagen. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir trotzdem hier oben direkt weiter. Und ich fand auf jeden Fall, dass das eben gerade so ein bisschen, ne? Das war schon auf jeden Fall, oh Gott. Ziemlich, ja, japanisch würde ich mal sagen. Fand ich jetzt auf jeden Fall. Oh Gott. Oh, hä, wie soll man das denn machen? Das wird auf jeden Fall schwerer, muss man schon sagen, Leute. Muss man schon sagen. So, okay. Wir haben jetzt noch ein Leben, das müssen wir jetzt schaffen, leider. Da müssen wir aufpassen. Okay. So, okay. Ich muss mich hier jetzt ein bisschen konzentrieren, Leute. Tut mir leid, wenn ich hier nicht so viel rede. Aber es ist halt echt. Das ist echt anstrengend gerade. Vor allem, weil wir nur ein Leben haben. Ho! So, okay. Bitte, bitte, ich schaffe es jetzt. Komm, komm, komm schon. Oh. Los, mach schon, mach schon, mach schon. Oh Gott. Leute, das wird richtig knapp. Das kann richtig knapp werden. Oh. Oh, jetzt, wir dürfen uns einfach gar nicht treffen lassen. Das ist so mies. Ich muss mich hier sowas von konzentrieren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schwierig sein soll oder ich mich einfach nur doof angestellt habe bisher, aber auf jeden Fall habe ich nur ein Leben und das ist auf jeden Fall nicht so vorteilhaft. So, haben wir es geschafft? Oder müssen wir jetzt runter? Wir müssen jetzt wahrscheinlich runter, ne? Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? So, okay. Und zack. Da haben wir es geschafft, Leute. Unmöglich. Wie bedauerlich. Und damit haben wir den Elektrowels wieder zurückgebracht, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und das war's mit dem Let's Play, Leute. Das war's auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, kommt da noch irgendwas? Der Riesen-Elektrowels ist wieder da. Er ist wieder da. Ich dachte jetzt so, hä, kommt jetzt nichts mehr? Oh yeah, das ist super. Ich muss direkt ein Foto machen. Ey, ich dachte am Anfang echt, es kommt halt gar nichts mehr, aber das wäre ja auch ziemlich komisch gewesen. So, okay. Also, wir haben jetzt DJ Octario haben wir besiegt. Also, irgendwie hatte ich den ja anders in Erinnerung. Ja, schon. Der war doch nicht immer so, oder? Ich weiß es nicht. Naja, weiter im Text mit den Arenen. Was? Marina, halt den Rand, da kommt noch eine brandheiße Meldung rein. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Ach, du dicker Karpfen. Aioli ist auch wieder da. Das sind doch mal News. Was für ein Glück. Ich hatte schon Angst, die kommt nie wieder. Gut, dass du wieder da bist, Aioli. Ohne dich hätten wir gar keine Konkurrenz. Aber echt mal, die Sea Sirens gibt's nur zu zweit. Feiern wir das mit einem neuen Song. Da habe ich genau das Richtige. Den nächsten Musikwunsch von einem besonderen knusprigen Zuhörer. Er wünscht sich den neuen Hit der Sea Sirens. Fresh Start.
Leute, und da sind wir bei den Credits angekommen. Also, das war's mit dem Let's Play von dem Splatoon 2 Story Mode. Ja, also, wenn er euch gefallen hat auf jeden Fall, dann könnt ihr natürlich wie immer eine positive Bewertung da lassen. Und falls euch insgesamt das Projekt gefallen hat, dann könnt ihr es auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Also, ich bin ja nicht jetzt der Spieler gewesen, der den ersten Teil gespielt hat. Deswegen kann ich das leider nicht so vergleichen. Aber ich muss so ganz ehrlich sagen, ich hatte Spaß mit dem Story Mode. Und ich werde in diesem Let's Play keine Bewertung geben, einfach nur weil man, ja, ich lasse das einfach mal so auf mich wirken und möchte das nicht anhand einer Zahl jetzt festmachen. Das mache ich meistens, also so eine Bewertung mache ich bei meistens Let's Plays, die auf jeden Fall über so eine normale Partlänge geht, also sowas bei über 40 Parts auf jeden Fall. Und so kürzere Projekte wie das hier zum Beispiel, da werde ich vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen meine Meinung sagen, aber so richtige Wertung werde ich nicht. So Leute, mal wieder ein ganz, ganz kurzer Cut. Und das bei den Credits. Also, wie gesagt, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Wertung des Spiels. Also, wie gesagt, ich hatte mittendrin des Spiels hatte ich so das Gefühl, dass ich alles wiederholt hatte. Auch am Ende war das für mich alles sehr repetitiv. Also hat sich halt alles wiederholt. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, fand ich, dass die Waffen hätten andere sein können, dass die mal, vielleicht zum Beispiel, ja, was gibt's denn noch für Waffen? Es gibt zum Beispiel ja auch zum, ja, weiß nicht, eigentlich waren sogar alle drin? Ich glaube nicht. Aber zum Beispiel so DLC-Waffen, also nicht DLC-Waffen, die zum Beispiel beim neuen Update dazugekommen sind, die hätten sie vielleicht nochmal reinmachen können. Aber sonst fand ich den Story-Mode insgesamt halt, wie gesagt, eigentlich in Ordnung. Es war jetzt nicht das Größte an dem Spiel, das ist einfach der Online-Mode. Aber ich fand ihn nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Boss-Stages und sowas und die Musik auch immer gleich war, das ist zum Beispiel noch ein Kritikpunkt. Und ja, ich würde einfach sagen, falls euch das Projekt gefallen hat und ihr euch auf das nächste Projekt freut, dann könnt ihr, wie gesagt, eine positive Bewertung da lassen. Und falls nicht, dann natürlich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, das natürlich auch schon in den Startlöchern steht. Und danke fürs Spielen. Kein Problem. Und da sieht man auch nochmal die Sea Sirens. Und soll das ganz links da DJ Octario sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Hier haben wir jetzt noch neue Sachen bekommen. Und ja, Anchovium erhalten, wir haben alles erhalten. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein und ciao.